Massengrab. Das Wort stand wie ein schwerer Stein zwischen den Gefährten. Yannis war durch den aus dem Gebüsch zurückstürmenden Ektor fast aus dem Gleichgewicht gebracht worden, konnte sich aber schnell wieder fangen und warf nun Aurea besorgte Blicke zu, die schwer atmend und mit geweiteten Pupillen ins Leere starrte. Er fasste sie an der Schulter und konnte spüren, wie sie am ganzen Leib zitterte. Geistesgegenwärtig griff der Jäger in seine Tasche und zog eine kleine Flasche heraus, öffnete sie und hielt sie Aurea auffordernd hin. Es dauerte einen kleinen Augenblick, bis der scharfe Geruch des Inhalts in die Nase der Zwergin stieg und sie wieder ein bisschen in die Realität zurückholte. Zuerst wollte sie ablehnen, überlegte es sich dann aber nochmal anders und nahm einen kräftigen Zug. Die Flüssigkeit brannte in ihrer Kehle und brachte sie zum Husten. Der Jäger war froh darüber, dass Aurias Wangen schnell wieder etwas Farbe annahmen, und steckte die Flasche wieder in seine Tasche. Nun waren Würgegeräusche aus Ektors Richtung zu vernehmen. Yannis blickte besorgt zu dem jungen Mann herüber. Es ist ein verfluchtes Massengrab. Was sagst du da? Massengrab? Lass mich sehen. Bei Boron, du hast recht. Kinder, ihre Leiber, weißes Haar. Wer könnte und würde so etwas tun? Ich verstehe das nicht. Was ist mit ihnen passiert? Es sieht fast aus, als wären sie vor ihrer Zeit gealtert. Wie ist das nur möglich? Vielleicht handelt es sich dabei um eine Krankheit. Tritt lieber zurück, Ektor. Womöglich ist es etwas Ansteckendes. Nicht einmal die Zorgernpocken rufen so etwas hervor. Hier ist wahrhaft üble und götterlästerliche Magie am Werk. Wenn es so ansteckend wäre, würden hier schon mehr liegen als nur Kinder. Preios schütze uns. Die armen Kinder. Das ist schlimmer als alles, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Niemand klaren Verstandes würde oder könnte sich dermaßen vor Zar versündigen. Außer, nein. Nein, das kann und will ich mir nicht vorstellen. Was kannst du dir nicht vorstellen? Sag schon, Ektor. Jene Verblendeten, die den Jenseitigen folgen, den Widersachern der Zwölfe. Solche würden so etwas tun. Kinder zu opfern. Kinder sind Zeichen der Jugend, Unschuld, des Lebens an sich. Bitte lass das nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Wir müssen etwas tun. Gewissheit erlangen. Das darf nicht ungesühnt bleiben. Ja, lass uns zurückgehen. Aurea, lass uns zurückgehen. Die anderen müssen hiervon erfahren. Dieser Ort ist wahrlich von den Göttern verlassen. Besser ist das, bevor noch jemandem auffällt, wie lange wir schon unterwegs sind. Nachher schickt er uns noch die Schwarzpelze hinterher. Der Herr kann recht ungeduldig werden. Geht es wieder, Aurea? Ja, nein, ich weiß es nicht. Ich war nicht auf so etwas vorbereitet. Auf einen solchen Anblick kann man sich nicht vorbereiten. Willst du noch einen Schluck? Hier, nimm. Und dann gib die Flasche an Ektor. Nach diesem Schock können wir das alle vertragen. Wusstet ihr davon? Von was soll ich gewusst haben? Von dem Grab? Nein, hier kommt nur selten jemand her. Aber irgendjemand muss etwas hiervon wissen oder Gerüchte vernommen haben. Und ich werde herausfinden, wer und warum. Das sind wir den Seelen der Kinder schuldig. Bitte glaubt mir, ich habe davon wirklich nichts gewusst. Ich bevorzuge es, näher zum Fluss hinzujagen. Mein Mann allerdings, ich weiß, dass er auch hier ganz in der Nähe Fallen gestellt hat. Wenn ich es mir recht überlege, es wäre möglich, dass er irgendetwas Hilfreiches gesehen haben könnte. Dann fragen wir ihn. Gehen wir, Aurea. Bei der Burg
werden wir auf die eine oder andere Art Gewissheit erlangen. Er kann recht aufbrausend sein. Ich denke, es wäre besser, wenn ich alleine mit ihm spreche. Nichts für ungut. Ich denke, da müssen wir deinem Urteil vertrauen. Wir sind ihm ja noch nicht begegnet. Hoffen wir, dass er uns helfen kann. Lasst uns gehen. Schweigend traten sie den Rückweg zum Dorf an und ein jeder hing seinen Gedanken nach. Die fast schon fröhliche Stimmung, in der sie wenige Stunden zuvor aufgebrochen waren, war durch ihre schreckliche Entdeckung hinfortgeweht worden. Sogar das Licht der Preiausscheibe schien schwächer geworden zu sein, was nicht nur mit der fortgeschrittenen Stunde zusammenhing. Ektor hatte einen verschlossenen Gesichtsausdruck und um seinen Mund zeigten sich ein fast schon harter Zug. Er war entschlossen, diejenigen, die dafür verantwortlich waren, zur Rechenschaft zu ziehen und dafür zu sorgen, dass die Seelen der Kinder Frieden finden würden. Aurea stolperte mehr, als dass sie ging, und unablässig rannen Tränen über ihre Wangen. Das Bild der Kinderhand hatte sich in ihre Netzhaut gebrannt und verfolgte sie. Yannis war ebenso schockiert wie die beiden Begleiter. Gleichzeitig rasten seine Gedanken. Woher nur kamen diese Kinder? Die Umgebung war nicht gerade dicht besiedelt und keine der Ansiedlungen wäre groß genug, dass es sich dabei um Straßenkinder handeln könnte. Also mussten sie von irgendjemandem vermisst werden. Er stieß einen unterdrückten Fluch aus. Würde der Herr von Sturzenstein nicht immer so darauf pochen, dass er ungestört sein möchte, dann hätten sie sicher mehr Kontakt mit den Menschen aus den umliegenden Ansiedlungen und hätten erfahren, dass hier Kinder verschwinden. Schließlich erreichten sie den Holzzaun, der die Hütten und die Burg Sturzenstein umgab. Da sind wir wieder. Es ist schon spät. Ihr geht am besten zurück in die Burg, zu dem Rest eurer Reisegesellschaft. Wahrscheinlich erwarten sie euch schon. Ich werde mit Bladolt sprechen, wie ich es versprochen habe. Aber ich glaube, ich brauche erst noch einen Moment, um darüber nachzudenken, wie ich das am besten mache. Wir gehen auf direktem Weg zu dem Herrn von Elsternberge. Er muss so schnell wie möglich von dem Grab erfahren. Er wird mir sicher zustimmen, dass wir herausfinden müssen, wer sich dafür zu verantworten hat und dafür zu sorgen haben, dass kein weiteres Unheil geschieht. Tut das. Ich werde euch in der Burg aufsuchen, sobald ich etwas in Erfahrung gebracht habe. Passt auf euch auf, hört ihr? Jast hat uns Schlafplätze beim Gesinde im Dachgeschoss zugewiesen. Ansonsten kannst du auch Leowin von Elsternberge fragen. Der Burgherr hat ihm das Gästezimmer gegeben. Aurea, komm, lass uns hineingehen. Ich komme schon. Nachdem Hagol von Sturzenstein brüsk die Frühstückstafel verlassen hatte, verweilten auch Melinka und Leowin nicht mehr lange im Speisesaal und begaben sich zurück zum Gästezimmer. Sachte und vorsichtig schloss Leowin die Zimmertür hinter ihnen und vergewisserte sich, dass sie wirklich ungestört waren. Mit ernster Miene blickte er zu Melinka hinüber, die ihn anstrahlte. Na, das ist doch hervorragend gelaufen. Hervorragend? Du hast dich um Kopf und Kragen geredet. Was sollte das? Entschuldige, aber ich konnte ja nicht wissen, dass er auf alles, was ich sage, anspringt wie ein Schießhund. Da hättest du mich ruhig einmal vorwarnen können. Wir müssen besser aufpassen, Melinka. Zu deiner Rolle gehört es nicht nur hochnäsig herumzulaufen, Vanya herumzukommandieren und die schöneren Seiten der Gastfreundschaft auszunutzen. Wir dürfen den Leuten nur das anbieten, was sie wirklich hören müssen oder wollen, hörst du? Aber natürlich, mein Liebster. Verzeih, der alte Mann hat echt einen Narren an mir gefressen. Darauf war ich nicht vorbereitet. Natürlich warst du das nicht. Das ist der Grund, warum ich besser alleine herumziehe. Was war das? Ach, nichts. Aber wir müssen wirklich besser aufpassen. Apropos, woher hast du den Ring? Den Ring? Ja, also er lag auf dem Boden, bei deinen Sachen. Er muss dir vom Finger gerutscht sein.
Melinka? Was denn? Es war wirklich so? Ach, du bist eine schlechte Lügnerin. Lügnerin? Ich? Ich weiß genau, wo ich den Ring gelassen habe, Melinka. Und er ist mir auch bestimmt nicht vom Finger gerutscht. Schau. Leowin griff sachte nach der Hand der Flussschifferin, legte sie in die seine und man konnte deutlich den Unterschied in der Handgröße und der Dicke der Finger erkennen. Der Ring würde in der Tat niemals an einen seiner Finger passen. Melinka, wenn dir das hier zwischen uns beiden wirklich etwas bedeutet, dann dürfen keine Lügen zwischen uns stehen. Das ist ein ganz schlechter Start in eine Beziehung. Ja, verzeih. Ich war neugierig und wollte mehr von dir wissen als das, was du erzählst. Ich dachte... Du dachtest, du durchsuchst ohne mein Wissen meine Sachen. Was hast du noch gefunden? Ja, also... die Papiere, die du hast. Ich verstehe nicht, wie du all die verschiedenen Auszeichnungen bekommen konntest. Wenn du schon sagst, dass zwischen uns nur die Wahrheit stehen soll, dann gilt das auch für dich, oder? Leowin, irgendwas stimmt doch nicht. Die Wahrheit, ja... Die Wahrheit wird dir nicht gefallen. Und wenn du sie einmal kennst, muss ich dir für immer absolut vertrauen können. Dann gibt es wirklich kein Zurück mehr, hörst du? Was meinst du damit, dass sie mir nicht gefällt? Die Menschen sind meist nicht an der Wahrheit interessiert. Sie möchten das hören und wissen, was für sie gut ist. Als ich an Bord des Schiffes kam, war es genauso. Du vor allem wolltest die Geschichte vom Weißen Ritter, einem Adelsmann, der sich in eine dahergelaufene Matrosen verliebt und sie mit auf sein Schloss nimmt, hören. Dahergelaufen? Leowin, was soll das heißen? Dass dich nicht interessiert, wer ich wirklich bin, solange ich deinen Traum erfülle. Niemanden interessiert es, wer ich bin. Ich bin einer der Menschen, die anderen das gute Gefühl geben, ihre Träume wären Wirklichkeit. Du wolltest einen reichen Ehemann? Aurea sieht in mir den Ausweg, der sie aus ihrer misslichen Lage befreit. Die junge Vanya wirft mir verstohlene Blicke zu. Für Hector bin ich deswegen ein Dorn im Auge. Doch niemand von euch sieht das, was wirklich ist. Und vielleicht ist es für euch besser, wenn ihr weiter das seht, was ihr möchtet. Denn irgendwie habe ich es durch meine Schusseligkeit in die Lage gebracht, dass ihr auf mich angewiesen seid. Du bist ein Hochstapler. Das alles hier ist nicht echt. Du bist nicht echt. Es gibt gar keine von Elsternberges, kein Schloss, keinen Ritter. Es gibt die von Elsternberge und ich war einst ein Untertan von ihnen. Vielleicht war es Fex selbst, der mir die Möglichkeit gab, in die Rolle des jüngsten Sohnes zu schlüpfen und ein anderes Leben zu führen, als es für mich bestimmt war. Doch Fexens Wege sind nie gerade, das habe ich schnell erkannt. Eine Rolle? Das hier ist alles nicht echt. Du liebst mich nicht? Melinka, ich... Warte, so ist es nicht, ich... Du Schuft! Ich denke, ich hab die verdient. Du Scharlatan, du... Ach, du hast mich ausgenutzt! Und ich, dumme Kuh, bin auf deinen Dackelblick und dein Getue reingefallen, wie ein kleines Mädchen. Ich war sogar eifersüchtig auf das kleine, schwarzhaarige Gör. Wie konnte ich nur so dämlich sein? Götter, ich hab sogar das Schiff und meine Mutter für dich verlassen! Ich sagte ja, du möchtest die Wahrheit nicht hören. Nein, du hast jetzt Redepause, mein Liebster. Unglaublich, was du mir angetan hast. Wie konntest du? Dir muss klar gewesen sein, dass deine Maske nicht für immer hält. Du musst einen Plan gehabt haben, mich loszuwerden. Melinka, ich... Womöglich hättest du mich irgendwann einfach in irgendeinem Wald ausgesetzt und wärst mit Hippolyta in die Nacht davon. Am besten noch irgendwo, wo es gefährlich ist. Nein, das ist doch Unsinn. Ich bitte verzeih mir, Melinka. Es ging alles zu schnell mit diesen drei Kindern und dem Alm hier. Ich hatte das alles ganz anders geplant. Geplant? Geplant? Das wird ja immer schöner. Bitte beruhige dich. Wir hängen jetzt zusammen hier in diesem Schlamassel. Ich verstehe, dass du wütend und enttäuscht bist. Das bist du zu Recht. Aber inzwischen geht es nicht um dich und mich, es geht um diese Kinder hier in der Burg. Oh,
der edle Ritter schert sich um leidende Kinder. Woher soll ich wissen, dass das nicht noch eine Lüge von dir ist? Wie soll ich dir jetzt noch irgendwie vertrauen? Melinka, bitte, wir müssen das jetzt durchziehen. Das hier mit den Kindern ist echt. Wenn das alles vorbei ist, bringe ich dich zurück zu Miros Treu. Ich verspreche es. Versprechen? Ja, ich brauche frische Luft. Melinka öffnete die alte Balkontür und schritt auf die Balustrade hinaus. Mit zitternden Händen hielt sie sich am Geländer fest. Leovin trat leise hinter sie. Du musst das für dich behalten. Bitte, es ist wichtig. Wichtig für dich? Es kostet dich deinen verlogenen hübschen Hintern, wenn ich rede? Sie drehte sich zu ihm herum und ehe er es richtig begreifen konnte, ruckte die zierliche Frau ihn mit einem wuchtigen Stoß zurück durch die Balkontür ins Zimmer, setzte nach und schloss die mit Fensterglas verkleidete Tür zwischen ihnen. Leovin taumelte, und als er wieder hochblickte, sah er in das tränenverschmierte Gesicht mit den immer noch wässrigen Augen Melinkas hinter der Tür. Warte nur, bis ich das dem Herrn Stutzenstein erzähle. Im Gehen drehte sie sich noch einmal zu ihm um und fast tonlos schickte sie hinterher. Oh, der Hector. Danach hastete sie den Säulengang der Balustrade entlang. Leovin blickte ihr noch kurz hinterher und versuchte dann die Balkontür zu öffnen. Doch diese schien zu klemmen. Heftig rüttelte er am Türknauf, während auch ihm plötzlich die Tränen über die Wangen liefen. Melinka, nein, das kannst du doch nicht machen. Komm zurück. Ein letztes Mal ruckte Leovin mit Kraft gegen die Tür, um sie aufzubrechen, als gleichzeitig hinter ihm die Zimmertür aufgestoßen wurde. Hier sind noch mehr Hand. Huch, was macht ihr denn da, Herr von Elsternberger? Kann ich euch vielleicht behilflich sein? Ja, ich wollte ein wenig frische Luft hereinlassen, aber irgendwie scheint diese Tür zu klemmen. Wenn ihr erlaubt, lasst mich mal. Seit wir hier nur noch so selten Gäste haben, wird diese Tür kaum noch geöffnet und lässt sich deshalb auch schwer öffnen. Aber es gibt da so einen kleinen Kniff. Jana legte den Stapel Handtücher, den sie auf dem Arm getragen hatte, auf dem Tisch ab und machte sich mit geschickten Bewegungen an der Balkontür zu schaffen, welche schließlich mit einem leisen Klacken aufsprang. So, das hätten wir. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Sehr gut, vielen Dank. Nein, ihr könnt gehen. Ich werde Vanya schicken. Sollte ich noch etwas benötigen? Ich will euch nicht aufhalten. Auf euch warten sicher noch mehr Aufgaben. Mit diesen Worten komplimentierte Leovin sie aus dem Zimmer und schloss hastig die Tür hinter ihr. Er musste Melinka hinterher und sie aufhalten, bevor sie noch größeren Schaden anrichten konnte. Melinka wusste aber nicht, wohin. Ihre Gedanken schwirrten in ihrem Kopf herum und sie konnte keinen klaren davon fassen. Eigentlich wusste sie auch gar nicht, wo sie hin wollte. Der Herr von Stutzenstein kam eigentlich nicht in Frage. Das hatte sie nur so gesagt. Und wo Hector und die anderen sich herumtrieben, das wusste sie auch nicht. Kurz entschlossen wollte sie ihre Schritte in Richtung Eingangshalle lenken, als plötzlich ein lieblicher Gesang an ihre Ohren drang. Da ist er wieder, der Gesang. Er kommt tatsächlich von da oben. Erst hat uns verboten, danach zu gehen. Ach, jetzt ist eh alles egal. Ich gehe jetzt nachschauen. Von Männern lasse ich mir eh nichts mehr sagen. Wenn Leovin schon kein Ritter ist, dann kann ja wenigstens ich eine Heldentat vollbringen. Sie zögerte kurz, dann nahm sie aber mit großen Schritten die ersten Stufen der verbotenen Treppe, die ins obere Geschoss führte, auf einmal. Die Gestalt des Kammerdieners hinter der Säule zur Treppe nach unten bemerkte sie dabei nicht. Er blickte ihr interessiert hinterher und wartete, bis sie durch die Tür ins obere Geschoss verschwunden war. Dann folgte er ihr. Währenddessen rüttelte im Keller der Burg Vanya, die man in einer Art Käfig gesperrt hatte, verzweifelt an den Gitterstäben ihrer Zelle. Komm schon, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf! Ihr Herz schlug ängstlich in ihrer Brust, während ihre Gedanken rasten und ihr Körper immer noch kribbelte wie verrückt. Sie versuchte zu verstehen, was da eben passiert war, aber sie konnte es einfach nicht erklären, wie die Wachen sie für einen kleinen Jungen gehalten haben könnten,
An ihr mochte noch nicht viel dran sein, was auf eine Frau hindeutete, aber wie ein Junge sah sie nun wirklich nicht aus. Es war fast als... Nein, aber das konnte nicht sein. Wild schüttelte Vanya den Kopf. Wahrscheinlich waren sie einfach betrunken gewesen. Genau, so musste es sein. Plötzlich hörte sie das Knarzen der schweren Tür, mit der Lederer sein Labor verschloss. Was für ein Desaster. Erst dieses Essen und dann noch ein weiterer versuchter Ausbruch. Langsam wird das alles viel zu viel. Das Kribbeln auf Vanyas Haut verstärkte sich, als ihre Angst erneut hochkochte. Sie konnte Lederer in seinem Labor herumlaufen hören. Dieser sture Dreckskerl. Es bringt leider nichts. Wenn ich sie wiedersehen will, muss die Arbeit getan werden. Also, auf ein neues. Ängstlich trat Vanya von den Gitterstäben zurück, als Lederers Schritte immer näher kamen. Jetzt konnte sie auf einmal auch ängstliches Wimmern hören. Die Kinder. Oh, wie hatte sie nur so dumm sein können, die Kinder zu vergessen. Hastig trat Vanya wieder auf das Gitter zu und versuchte, in die anderen Zellen zu spähen. Für einen kurzen Moment konnte sie 6 kleine, fahle Gesichter sehen. Dann erschien der Schatten des Alchemisten in der Tür. Vanyas Finger krallten sich in ihren Rocksaum. Innerlich wappnete sie sich gegen das, was nun kommen würde. Nalia? Was bei allen Göttern tust du hier? Wie kommst du in diese Zelle? Erschrocken und verwirrt sah Vanya zu, wie der Alchemist mit einem großen Schlüsselbund zu hantieren begann, während er wie im Fieber vor sich hinflüsterte. Ihr Körper spannte sich an. Was auch immer hier gerade passierte, das war nicht normal. Aber darüber musste sie später nachdenken. Jetzt musste sie erst einmal entkommen. Wie auch immer. Warte, das muss ich mir genauer ansehen. Der Alchemist öffnete vorsichtig die Tür, packte Vanya schneller, als dieser es erwartet hatte, an dem Arm und zog sie aus der Zelle heraus. Komm mit. Er zog Vanya hinter sich her und kaum hatten sie das Labor ein Stockwerk höher erreicht, witterte Vanya ihre Chance. Blitzschnell zog sie den Arm, der sie hielt, an sich heran und biss kräftig hinein. Noch während Lederer aufschrie und sich verdattert umsah, hatte sie ihn hastig umrundet und war auf dem Weg zur Tür. Aber wie? Nalia? Nein, du bist nicht meine Schwester. Dachte ich es mir doch. Warte! Als Leowin auf die Balustrade hinausgetreten war, konnte er bereits keine Spur von Melinka mehr erkennen. Verdammt, sie war aber auch flink auf den Füßen. Unter gemurmelten Flüchen ging er hier oben um das Gebäude herum und begab sich durch die Tür neben der Küche wieder in das Innere der Mauern. Seine Augen brauchten einen Augenblick, um sich an das schummrige Licht zu gewöhnen. Melinka! Melinka! Verdammt, hier ist sie nicht. Ist sie etwa wirklich zu Sturzenstein, um ihm zu erzählen, was sie herausgefunden hat? Ich kann ja wohl schlecht klopfen und fragen, ob er sie gesehen hat. Aber vielleicht kann ich sie ja hören, wenn ich an seinem Arbeitszimmer lausche. Nachdem sich Leowin vergewissert hatte, dass er allein auf dem Flur war, schlich er leise zum Arbeitszimmer des Hagol von Sturzenstein und legte sein Ohr an die Tür. Mehrere Momente verharrte er so und lauschte auf die Geräusche. Aber außer dem gelegentlichen Husten des alten Burgherrn konnte er nichts vernehmen. Seine Schultern sackten nach vorn, als die Anspannung aus ihm wich. Fex sei Dank, so wie es scheint, hat sie ihre Drohung nicht wahrgemacht. Ich hoffe, ihr Zorn verraucht so schnell wieder, wie er gekommen ist. Ein wenig unschlüssig ob der Frage, was er jetzt tun sollte, blieb Leowin im Flur stehen. Da erklangen auch schon Schritte von der Gesindetreppe und Janna kam mit einem Wäschekorb im Arm die schmale Stiege von Dienstbotenquartieren herab. Oh, Herr von Elsternberge, was macht ihr denn hier? Sucht ihr irgendetwas? In der Tat, hast du Vanya gesehen, die Zofe meiner Verlobten? Sie war mit mir zusammen in der Waschküche. Das ist jetzt aber schon wieder eine Weile her, mein Herr. Sie hat mich gebeten, ihre Wäsche mit aufzuhängen, da sie wohl vergessen hat, etwas für das Fräulein von Goldbach zu tun und dies schnell erledigen wollte. Ist das so?
Nun, wenn du sie das nächste Mal siehst, könntest du sie dann bitte zu unserem Gemach schicken. Ich habe eine Aufgabe für sie. Sehr wohl, der Herr. Mit einem Knicks verabschiedete sich die Magd von Leovin und setzte ihren Weg nach unten fort. Er strich sich nachdenklich über den Bart. Vanyas hastiger Aufbruch von der Waschküche musste einen anderen Grund gehabt haben als eine Aufgabe von Melinka. So viel war klar. Möglicherweise hatte sie bereits eine Spur gefunden. Das Mädchen verfügte über einen sehr wachen Geist. Hoffentlich gab sie gut auf sich Acht. Das Gefühl, dass hier etwas ganz und gar nicht mit rechten Dingen zuging, wurde immer greifbarer. Leovin beschloss, sich das Außengelände anzusehen. Vielleicht würde Melinka in ihrem Zorn ja versuchen, mit Hippolyta zurück zum Fluss zu reiten. Ein paar Stunden Kerzen später saß Hagol von Sturzenstein, es müsste schon etwas gegen Abend gewesen sein, in seiner Schreibstube, über ein Buch gebeugt. Er hatte es den lieben langen Tag studiert und war immer noch ganz versunken. Da klopfte es an der Tür. Wer ist da? Ich bin es, Herr. Kommt rein. Ich habe verstörende Neuigkeiten, Herr. Ja, ich auch. Sieh hier, dies ist ein Adelsregister, siehst du? Ich kann aber auf Gedeih und Verderb keine Goldbachs finden. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Frau. Könnte sie nicht von einer kleineren und unbedeutenderen Familie abstammen? Oder vom Neuadel? Vielleicht hast du recht, aber irgendwas ist da faul. Darüber wollte ich mit euch sprechen, Herr. Ich habe die Frau von Goldbach beobachtet, wie sie in den Turm gestiegen ist. Du hast was? Verdammt, hast du gehandelt, Jast? Natürlich. Ich habe mich um sie gekümmert. Ich denke aber, die Ereignisse spitzen sich zu, Herr. Ihr Verschwinden wird schnell auffallen und wir sollten irgendwas unternehmen wegen dieser Fremden. Du hast recht. Wir müssen etwas tun. Zumal ihre Geschichte einige Lücken aufweist. Dieser Leovin von Elsternberge behauptet, mit Digon bekannt zu sein, spricht aber seinen Namen falsch aus. Er behauptet, er wäre sein Schildbruder im Kampf gewesen. Digon war ein Feigling von den Göttern. Niemals wäre er in einem Schlachtgetümme dort gewesen, wo es heiß herging. An der Front schon gar nicht. Der Sesselfurzer hätte sich schon hinter dem Strategentisch eingeschlissen. Ihr meint, er ist nicht der, für den er sich ausgibt? Zumindest kennt er Digon nicht. Naja, was hast du jetzt mit der neugierigen Goldbach angestellt? Ich habe sie oben im Turm zur Frau Lederer gesperrt. Ich denke, alles andere wäre zu auffällig gewesen. Verdammt. Dann darf sie dort unter keinen Umständen wieder raus. Nie mehr. Hörst du? Verstehe, Herr. Lass sie heute Nacht verschwinden. Gib sie den Schwarzpelzen. Die werden sicher ihre Freude mit ihr haben. Sollen das Weibstück danach nur verschwinden lassen. Aber was machen wir mit den anderen? Ich belauschte einen Streit zwischen dem Herrn von Elsternberge und Frau von Goldbach. Ich habe nicht verstanden, worum es ging, aber wir könnten behaupten, sie sei abgereist. Ja, das wäre eine Idee. Wer stört? Ich bin beschäftigt! Verzeiht, Herr, ich bringe Nachrichten. Was ist denn nun schon wieder? Die Jäger haben zusammen mit den Gästen das Grab im Wald entdeckt. Die Orks haben wohl doch nicht so gründlich gearbeitet, wie sie versprochen haben. Was für ein Grab? Verzeiht, ihr befahlt, die Leichen der missglückten Experimente verschwinden zu lassen. Und ihr habt sie den Orks gegeben? Meine Göttern, wie dämlich kann man sein? Verbrennen hättet ihr sie sollen, irgendwo im Wald. Muss man denn alles selber machen hier? Die Fremden wissen nun aber von dem Grab. Sie werden euch sicher gleich damit konfrontieren. Wie sollen wir vorgehen?
Ich lasse mir schon was einfallen. Jast, kümmere du dich um die Orks und die Frau von Goldbach. Sag ihnen, sie dürfen mit ihr machen, was sie wollen, solange sie niemand jemals wieder sieht. Und sie sollen es diesmal diskret machen. Sehr wohl. Oder wenn ich einen Vorschlag unterbreiten dürfte. Wenn wir die Fremden die Fährte der Orks finden lassen, können wir ihnen die Schuld geben. Eine gute Idee. Den Fremden sagen wir, das Fräulein sei einfach abgereist. Mit einem unserer Pferde. Kümmere dich darum, dass ein Pferd fehlt. Und die Orks schickst du mit der Frau von Goldbach zu dem großen Stein auf der Lichtung. Wie ihr wünscht. Ich werde das veranlassen. Und die anderen? Wenn sie nach der Frau von Goldbach suchen, dann sagt ihnen, sie sei abgereist Richtung des Steins. Es wäre ein Unding, wenn ihnen dann im Wald bei den Orks etwas passieren würde. Nicht wahr? Sorgt dafür! Verstehe, Herr. Und wenn sie nicht abreisen, dann werden wir uns hier um sie kümmern müssen. Aber leise. Am besten mit dem missglückten Elixier vom Lederer. Vielleicht im Essen. Denkt euch was aus. Aber ich will keine Blutflecken auf meinen Möbeln. Hört ihr? Sehr wohl. Ich werde die anderen anweisen. Worauf wartet ihr noch? Los, ich hab zu tun. Ich bin auf dem Weg, Herr. So Zeit ist dieser Lederer Ergebnisse liefert. Dieser Stress bringt mich sonst vor den Fremden nach uns Grab.